Wird Österreich in Brasilien wieder dabei sein? Nun, ich denke, momentan geht die Politik da auf sehr verschlungenen Wegen. Gerade letzte Woche wurden wieder zwei hervorragende Talente des FC Saint-Papier abgeschoben. Ich bin kein Experte, aber ich denke, wenn ihr 2014 dabei sein wollt, solltet ihr eher beim SV Kapfenberg ansetzen. Aber ich bin, wie gesagt, kein Experte. Was ist Ihre Vision für 2014? Die Trennlinien zwischen Politik, Wirtschaft und Medien sind nicht mehr erkennbar. Das Sozialsystem ist vollständig privatisiert. Knapp ein Drittel der Gesellschaft nimmt noch an Entscheidungsprozessen, Aufstiegschancen, Bildung etc. teil. Der Rest verdient zwar nach wie vor Geld, muss dafür aber sehr flexibel und sehr mobil sein. Multitasking wird immer wichtiger. Entschuldigung, das bedeutet, Modernisierungsverlierer werden denjenigen Unternehmungen zugeteilt, die gerade einen Kunden benötigen. Nötigen, wenn Gefängnisse, Asylbetreuung etc. privatisiert sind und da sitzt keiner ein, dann wird man 2014 nicht mehr sagen können, investiert der Staat das Steuergeld eben woanders, sondern dann gehen Firmen in Konkurs. Herr Schlott. Nein, natürlich alles auf freiwilliger Basis. Die Alternative wäre Arbeitsdienst und das wünscht sich nach den schmerzhaften Erfahrungen im letzten Jahrhundert niemand. Ich wollte. Es gibt genug zu tun. Ich merke das ja bei mir. Zu Hause, wie viel Zeit vergeht, bis ich mal wirklich das Bücherregal neu sortiere oder so. Man kommt ja zu nichts mehr. Die Arbeit ist da, wir verteilen sie nur falsch. Herr Schlort, ich glaube, Sie haben meine Frage missverstanden. Das glaube ich nicht. Ich wollte weniger auf eine generelle Einschätzung der Zukunft hinaus, als auf Ihre Pläne für das Kulturprogramm der WM in Brasilien 2014. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich habe nicht bloß Abitur, gute Frau. Das waren die Pläne. Meine Mitarbeiter und ich, wir wollen die Weltmeisterschaften als monumentales Laienspiel rund um den Begriff Transformation gestalten. Ein Fußballfest als inszenierte Reflexion der Zukunft der Marktwirtschaft? Wenn Sie so wollen, ich würde nur die Begriffe Inszenierung und Reflexion durch Katalysator und Tarnung ersetzen. Wenn demnächst die fußballverrückten Staaten Spanien, Italien und Portugal pleite gehen, ist dann die Übertragung der WM im Free TV gefährdet? Ja, wenn in den Ländern, wo man traditionell am meisten Geld und Interesse für den Fußball aufbringt, die Menschen mit Shopping-Center plündern und anzünden beschäftigt sind, müssen wir natürlich umdenken. Sind Sie vorbereitet? Selbstverständlich, wir werden parallel zu unseren Bemühungen um eine Bombenstimmung in... können wir das vielleicht schneiden? Nein, wir sind live. Sie hören von meinem Anwalt. Wow, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da anziehen soll. Jedenfalls werden wir für den Fall, dass wirklich alle Stricke reißen, parallel billigere Sportarten wie etwa Minigolf promoten. Die neue Bescheidenheit. Ohne mich. Gehen wir noch was trinken? Lust? Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Wenn Sie halb ehrlich sind? Ja, eventuell, ich rufe noch an. Und wenn Sie gar nicht ehrlich sind? Super Idee, wir sehen uns dann dort. Ich freue mich. Deutliche Worte in der ersten Ausgabe unserer Sommergesprächsreihe Schlort vor Ort. Am Welt-Ahoi-Studio wird nach wie vor gearbeitet. Unter der Aufsicht von Herrn Wink, dem zuständigen Innenarchitekten, in dessen kräftigen Armen ich zu liegen gekommen bin, weil mich die drastischen Ausführungen des Herrn Schlort in Kombination mit meiner eigenen Internetrecherche zum Thema Griechenland und die Finanzkrise außerordentlich verängstigt haben. Ja, Sie nehmen sich das alles viel zu sehr zu Herzen. Ich fühle mich sehr schwach. Was kann ich als Einzelner überhaupt noch tun? Ich würde sagen, da hat sich nicht viel geändert. Ne? Schauen Sie, dass Sie mit jemandem zusammenleben, der Sie wirklich gern hat. Essen Sie nicht zu fett und machen Sie regelmäßig Bewegung. Möglichst an der frischen Luft. Das kann Ihnen niemand nehmen. Würden Sie mich heiraten? Das ist leider verboten, aber ich kann Ihnen zeigen, wie man Minigolf spielt. Ich habe schon davon gehört, es hat viele Vorteile, die Ausrüstung ist billig, es braucht nicht viel Platz und man kann die Straßenschuhe anlassen. Richtig, richtig. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Meinen Sie, ich soll wirklich? Also, pro Bahn sind höchstens 6 Schläge zugelassen, da schauen. Ja, der Ball wird vom Abschlagfeld durch die Hindernisaufbauten geschlagen und muss diese auf dem vorgeschriebenen Weg durchlaufen. Mache ich es so richtig?
Wunderbar. Erreicht der Ball das Loch mit dem ersten Schlag nicht, wird er von dort weitergeschlagen, wo er zur Ruhe gekommen ist. Jeder Schlag zählt als Punkt. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Neuesten